verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich heute hier begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zur Eröffnung unserer Sonderausstellung hier in unser LWL-Museum für Archäologie hier in Herne gekommen sind. Für die Stadt Herne hätte ich gerne die Frau Bürgermeisterin begrüßt, aber sie scheint noch nicht da zu sein. Und deshalb, lieber Herr Borbs, darf ich Sie in doppelter Funktion hier ganz herzlich begrüßen, einmal als Ratsmitglied und Vertreter für die Stadt Herne, aber gleichzeitig auch als Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe. Schön, dass Sie heute Abend sich die Zeit genommen haben, und an Sie geht ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit zwischen dem LWL, unserem Museum und der Stadt Herne. Herzlich willkommen. Fundgeschichte, neueste Entdeckung von Archäologen in Nordrhein-Westfalen. Über 1000 Funde aus den letzten 5 Jahren, die in den heimischen Böden verborgen waren und die jetzt gezeigt werden sollen. Jedes Fundstück ein eigener Schatz. Die Redner von heute sind gebeten worden, auch einen Schatz aus Ihrem persönlichen Bereich mitzubringen. Und Sie können sich vorstellen, dass ich als erstes an meine Frau gedacht habe. Dann hat mir aber Dr. Mühlenbrock gesagt, dass ich meinen Schatz 6 Monate hier in der Ausstellung überlassen müsste. Ach. Und dann habe ich nochmal, ja, das habe ich dann doch nochmal umdisponiert. Und einen anderen Schatz mitgebracht. Das ist ein koloriertes Spruchbild. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, dass du es noch einmal wieder zwingst und von Sonnenschein und Freude singst. Mein Vater hat mir, als ich Kind war, erzählt, dass er nach der Kriegsgefangenschaft in Frankreich nach Frankfurt wieder zurückgekommen war und arbeitslos war. Und um die Familie über Wasser zu halten, hat er Drucke von diesem Spruch genommen und mit Wasserfarben koloriert. 100-fach, 1000-fach und hat die dann für ein paar Pfennige verkauft. Und ich fand dann dieses Teil, das er vor mir in Sicherheit gebracht hat, denn offenbar habe ich auf der Rückseite erste Malversuche damals gemacht, in seinem Nachlass, als er vor 13 Jahren gestorben war. Und dieses Fundstück darf ich Ihnen jetzt überreichen, Herr Mühlenbrock, und ich würde mich freuen, achten Sie gut drauf, in einem halben Jahr hätte ich es gern wieder. Ein Schatz ist also etwas, was für einen ganz wertvoll ist, und zwar oft unabhängig von dem materiellen Wert, das er darstellt. Das deutsche Recht definiert den Begriff des Schatzes in § 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Es ist eine Sache, die so lange verborgen lag, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist. Und verborgen ist nach einer Kommentierung zum BGB eine Sache dann, wenn sie nicht ohne weiteres sinnlich wahrnehmbar ist, also in der Regel im Boden liegt. Und mit einer solchen Definition gelangen wir ganz schnell in die beiden Bereiche, in den Bereich der Paläontologie, die anhand von Fossilien die Entwicklung der Natur und unserer Erde nachzeichnet, und der Archäologie, die sich um die Menschen kümmert und das, was die Menschen im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende hinter sich gelassen haben, in ganz unterschiedlichen Dingen. In ganz Nordrhein-Westfalen liegen solche Schätze im Boden verborgen. Der Boden ist quasi ein Lager und ein Archiv unserer Geschichte und unserer Vergangenheit. Sicher ist der ein oder andere Wissenschaftler, und heute Abend sind auch viele Archäologen und Paläontologen hier, begeistert, wenn er daran denkt, vielleicht mal so berühmt zu werden wie Howard Carter, der 1922 das Grab des Tutanchamon entdeckt hat, oder natürlich wie Heinrich Schliemann, der das bronzezeitliche Troja ausgegraben hat.
Wie heißt es im Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber es gilt auch umgekehrt. Es ist nicht alles Dreck, was die Archäologen aus der Erde holen. Auch wenn es oftmals erst so aussieht. Und so ist es meistens eben nicht, das Gold oder das Silber, was dem Archäologen entgegenschaut, sondern sind Steine, Keramik, Bruchstücke von Werkzeugen, Knochenreste oder manchmal nur einfach Verfärbungen im Boden, die ich als Laie nicht erkennen würde als ein Zeugnis der Vergangenheit. Diese oftmals sehr unscheinbaren Funde in ihrer Bedeutung herauszustellen, sie zu bergen, zu dokumentieren und zu erhalten. Das ist die Aufgabe der Paläontologen und Archäologen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird im Wesentlichen geprägt durch seine sozialen Aufgaben. 90% unseres Haushaltes nutzen wir, um Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die Handicaps haben, die behindert sind, mit unserem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu geben. Aber neben dieser großen finanziellen Herausforderung und Aufgabe stellen wir uns auch den Aufgaben in der Kultur. Die Denkmalpflege, der Paläontologen, der Archäologen kümmert sich dabei um die ältesten kulturellen Funde. Die jahrtausendalte Faustkeile oder, wie Sie zu Beginn unserer Ausstellung gleich sehen werden, einen Motorblock eines Kampffliegers, von dem man meint, das könnte ja eigentlich gestern gewesen sein. Die Fundstücke sind manchmal winzig klein, wie ein Kristallsplitter oder mehrere Meter groß, wie der Schwimmsaurier, den Sie auch in unserer Ausstellung sehen werden. Das Spektrum ist weit und damit sind auch die Erkenntnismöglichkeiten enorm. Für die Erforschung der Bodenarchive in Westfalen und den Erhalt der Objekte, die dort herausgeholt werden, hat der LBL eine hervorragend qualifizierte Gruppe von Wissenschaftlern, von Technikern, von herausragenden Restauratoren und Museumsfachleuten, die damit am Gedächtnis unseres Landes arbeiten. Es sind hochqualifizierte Spezialisten, die sich in Ausgraben mit Funden und Befunden befassen, sich bei langjährigen Projekten, Kooperationen mit anderen Ämtern und Forschungseinrichtungen engagieren und die, ich kann es als Jurist nicht sein lassen, sich am Ende oftmals auch um schwierige Verwaltungsverfahren kümmern müssen, um diese Funde für die Allgemeinheit zu sichern. Unterstützt werden sie vor allem von Privatpersonen, die in ihrer Freizeit ihr Wissen und ihr Können im Sinne der Bodendenkmalpflege einsetzen. Und vieles kann in unserem Land nur geborgen werden durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer. Und es gibt allerdings auch in dem Bereich schon mal den einen oder anderen, der zwar als Sonnengänger, aber dann doch als Raubgräber auch arbeitet. Und deshalb appelliere ich auch heute an alle, die uns helfen wollen, wenn sie etwas finden, mit uns zusammenzuarbeiten, uns die Möglichkeit zu geben, zu beurteilen, was sie gefunden haben und bei den wichtigsten Fundstücken sie eben für die Allgemeinheit zu sichern, damit sie nicht in irgendeiner Schublade verschwinden oder in einem Partykeller. Das Ergebnis der letzten 5 Jahre von Archäologen, der Arbeit von Archäologen und Paläontologen, nicht nur in Westfalen,